Das Zugfahren wird mal wieder teurer. In schöner Regelmäßigkeit werden einmal im Jahr die Fahrpreise erhöht. Ab dem 1. August treten die teureren Tarife für Bus und Bahn für den Nahverkehr in Schleswig-Holstein in Kraft. Täglich werden auf der 240 Kilometer langen Bahnstrecke von Hamburg-Altona nach Westerland ca. 18.000 Fahrgäste von der Nord-Ostsee-Bahn befördert. Viele davon sind Sylt-Pendler. Für die bedeutet die Preiserhöhung ganz konkret, die Monatskarte kostet künftig 2,50 Euro mehr. Die Tagestickets werden 20 Cent und die Einzeltickets 10 Cent teurer. Hohe Personal-, Energie- und Fahrzeugbeschaffungskosten. Damit werden die Preiserhöhungen begründet. Ab Dezember 2016 wird die DB Regio der neue Betreiber der lukrativen Bahnstrecke. Wie die Preisgestaltung ab dann aussieht, müssen die Bahnreisenden abwarten.